Das Jahr geht langsam zu Ende und wir fragen heute Passanten. Welche große Chance hast du 2024 genutzt? Und welche willst du noch nutzen? Seit kurzem sind wieder die Lose für die Silvestermillionen von Lotto Baden-Württemberg verfügbar. Warum nicht nochmal sein Glück versuchen? Hast du schon mal drüber nachgedacht, Millionär zu werden? Ja, klar. Wäre schon nett, ne? Öfter. Was würdest du machen, wenn du nächstes Jahr Millionärin wärst? Dann hätte ich auf jeden Fall ein eigenes Atelier. Ich würde aus dem Job aussteigen und Tennistrainerin werden. Ich würde mir eine Bahncard 100 kaufen, glaube ich, weil ich einfach Lust drauf habe, in jeden Zug einzusteigen. Was ist das Beste, was Ihnen dieses Jahr passiert ist? Dass meine Tochter mit uns in Urlaub gegangen ist. Und die ist schon 18 und ist trotzdem mit uns mit. Das war total cool. Die EM war in Deutschland. War so ein Traum, dann zu arbeiten. Ich habe ein Konzert gespielt, was ich seit 20 Jahren spielen wollte. Würdet ihr mitmachen bei den Silvestermillionen? Ja, unbedingt. Ich glaube, ich habe ein Bauchgefühl, dass ich sogar gewinnen könnte, ja. Also ich würde es machen, ja. Ich meine, wer nicht spielt, wer nicht wagt, der nichts gewinnt. Wow, ganz schön viele Storys über genutzte Chancen, oder? Aber die größte Chance, bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg Millionärin oder Millionär zu werden, kommt ja erst noch. Die liegt nämlich bei 1 zu 250.000 bei den Silvestermillionen. Am 31. Dezember werden 10 Personen aus Baden-Württemberg zu Millionären. Es gibt insgesamt 2,5 Millionen Lose und das auch nur in Baden-Württemberg.